Die sind alle gleich. Egal ob rot, ob blau, ob schwarz, ich mein Türkis. Die kaufen Zeitungen am Master nicht zum Lesen. Die kaufen die zum Schreiben und sagen ihnen dann, welche Tagesnews verbleiben. Auf Wahlplakaten prangen die Gesichter der Propheten. Es wird geschmiert mit Tinte und Moneten. Die wollen kontrollieren, was wir Trottel unten lesen. Bleib schön informiert, sonst ist es das gewesen. Bürgerpflicht, hack dich 60 Stunden und dann gib uns deine Steuern, um Werbekartonagen dort dein Gürtel zu erneuern. Nach der nächsten Wahl kriegt ihr alle weiße Schimmel und Milch und Honig und das Blaue vom Himmel. Wenn wir an der Macht sind, blockieren wir dann den Fortschritt. Will einer was verändern, dann erzwingen wir den Rücktritt. Alles bleibt beim Alten, das war schon immer so. Menschenrechte treten, die Massen schadenfroh. Kannst du dir nichts mehr leisten, dann frisst doch einen Burger. Und willst du etwas Besseres, dann arbeit mehr, du Nörgler. Verstehst du nicht, wir kümmern uns um das, was wirklich zählt. Das Gendersternchen, aka Bedrohung dieser Welt. Am Opernball, da zeigen wir Pflicht und Etikette. Doch wehe, eine Transperson benutzt eine Toilette. Kindermord in Gaza? Waffenstillstand? Nein. Wo es Geld zu holen gibt, da mischen wir uns ein. Rote Virusampel, aber Skifahren ist okay. Besuch ja nicht die Oma, doch wir machen Freedom Day. Die Wahrheit ist nur subjektiv, man kann ja alles drehen. Austrian Solution, willkommen im System.